Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an den 19. Spieltag der Regionalliga Nordost. Die Begegnung zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem FC Energie Cottbus endete vor 3690 Zuschauern mit 0:2. Zweifacher Torschütze für unsere Gäste war Lasse Schlüter. Ich darf hier vorne bei mir begrüßen auf der linken Seite Klaus-Dieter Wollitz als Vertreter des FC Energie Cottbus. Auf der rechten Seite Dietmar Demuth als Cheftrainer der BSG Chemie Leipzig. Ein paar Worte zu Klaus-Dieter Wollitz. Er ist Jahrgang 65, war von 2009 bis 2011, 2012 bereits Trainer in Cottbus. Dann ging es über den VfL Osnabrück und Viktoria Köln wieder zurück zum FC Energie Cottbus. Und dort ist er seit dem 12. April 2016 wieder Trainer. Und in dieser Funktion wird er uns nun bitte seine Einschätzung zum heutigen Spiel liefern. Vielen Dank, also bisher war alles richtig. Ja, ich hatte im Vorfeld gesagt, dass das eine schwierige Aufgabe wird, dass es eine hohe Disziplin braucht, eine hohe, gute Organisation, schnelles Spielverständnis. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so auf die Platte gekriegt, wie wir uns das natürlich vorgestellt haben und auch dann wünschen. Im Gegenteil haben wir uns noch geschwächt. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob berechtigt, nicht berechtigt, ob was da vorgefallen ist, weil es einfach zu weit weg war und das Getümmel einfach schon zu groß war. Fakt ist, dass dann grundsätzlich die Aufgabe nicht einfacher macht. Aber wenn man dann den Verlauf der zweiten Halbzeit sieht, konnte man meinen, dass es uns dann entgegengekommen ist. Fakt ist, dass wir dann in der zweiten Halbzeit mehr Basics im Spiel gehabt haben. Wir haben mehr Räume belaufen, obwohl der Platz nicht einfach bespielbar war. Haben wir auch fußballisch das Zentrum dann komplett beherrscht. Germann, Vitteritti, De Freitas, Weidlich, Lasse spielt als Außenverteidiger. Und ich glaube auch, dass die Einwechslung von Mamba dann auch dein Teil dazu beigetragen hat, dass wir mehr Tiefengänge hatten, dass wir eine bessere Möglichkeiten hatten, nach vorne zu spielen, weil er ein etwas anderes Stürmerverhalten hat. Natürlich das Tor aus der Entfernung dann Innenpfosten ist ein bisschen glücklich, aber dann in der Art auch hoch verdient. Das zweite Tor spricht dann auch für die Qualität und was noch viel schöner ist, wir lassen nichts zu, bis auf diesen halben Schuss von dem Neuner Merkel. Aber außen, sei mal sehr aus dem Bereich, wo man den Ball dann schon außergewöhnlich treffen muss, um ein Tor zu erzielen, bin ich dann aufgrund der zweiten Halbzeit sehr zufrieden und ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Didi und seiner Mannschaft, dem Verein, das Umfeld wünsche ich maximale Erfolge. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Platz, dass das ein Vorteil ist, auch für eine Heimmannschaft. Weil du bist gezwungen, wenn du angelaufen wirst, relativ schnell nach vorne zu spielen. Ich hoffe, dass das reicht, speziell für Didi und für den Club, für die Fans, die den Club tatkräftig unterstützen. Von uns auf jeden Fall alles, was wir dazu beitragen können. Wir werden auf jeden Fall versuchen, den Abschiedskampf nicht negativ, sondern so zu beeinflussen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Didi, alles Gute und den Verein auch. Vielen Dank. Herr Demuth, 2018 ging mit einer echten Herausforderung los. So wirklich untergegangen sind wir meiner Meinung nach auch nicht. Wie sehen Sie das? Ja, erstmal danke viele für die Worte. Ja, wir sind sicherlich auch nicht zufrieden mit dem Platz. Ja, gegen euch, klar, hätte der Platz wohl noch schlechter sein können. Wir wissen ja, dass ihr fußballerisch uns da überlegen seid. Aber ich glaube, erste Halbzeit hat man gesehen, wie wir gegengehalten haben, wie wir das Zentrum zugemacht haben, wie wir Cottbus wenig Chancen zugelassen haben. Da ist eigentlich alles aufgegangen und wir haben läuferisch, kämpferisch alles reingehauen und waren, ja, ich sag mal, fast ebenbürtig, fußballerisch nicht, aber läuferisch, kämpferisch. Und wie es so ist, und das ist ein Phänomen im Fußball, man weist darauf hin, wir sind einmal mehr, wir müssen eine Schippe mehr drauflegen. Die sind fußballerisch auch mit 9 Mann oder mit 10 Mann uns überlegen, wenn man sie lässt. Und wir haben es gelassen, wir haben es zugelassen, wir haben die Räume denen gegeben. Und dann haben sie Fußball gespielt, dann haben sie uns laufen lassen. Und dann haben sie auch das verdiente 1-0 erzielt. Und dann werden die Räume natürlich noch größer. Und dann ist natürlich auch, ja, dieses 2-0 gefallen und dann war die Messe gelesen. Das war dann nur noch, ja,
hoch reinhauen und versuchen irgendwas, aber das hatte dann nichts mehr mit Fußball zu tun, mit einem gesunden Aufbau. So ist es ärgerlich. Wir haben uns viel vorgenommen. Es ist nur 45 Minuten aufgegangen. Vielleicht wäre es besser für uns gewesen, wenn Cottbus weiter mit 11 Mann gespielt hätte. Dann wären wir konzentrierter gewesen. So haben wir nachgelassen, haben den Gegner ins Spiel kommen lassen. Und die Klasse, die Qualität haben sie gezeigt. Und so haben wir aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch verdient verloren. Hele, euch kann ich nur viel Glück wünschen. Ja. Ich glaube, ihr seid durch, wenn ihr euch nicht ganz so dumm anstellt. Und hoffe, dass ihr dann die Relegation wenigstens da den Platz dann für uns dann auch frei macht. Danke. Ja, herzlichen Dank den beiden Trainern für ihre Einschätzung und die vielen netten Worte. Gibt es noch Fragen von der Presse zum heutigen Spieltag? Ja, gut, dann würde ich es dabei auch belassen. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die kommende Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja.